So Leute, jetzt geht das hier los und zwar ein neues Spiel beginnt. 1983 ist das Ganze hier kreiert worden. Also nicht das. Also nicht das, aber das ist auf jeden Fall schon alt. 2001. Ist dieses Spiel, aber es ist ein Remake. Ein Remake, das heißt, es ist quasi ein Update von einem anderen Spiel. Von einem alten Spiel, ja. So, was passiert da jetzt? Die sind alle... Die ziehen erstmal was raus. Oha, die haben die Überschrift des Spiels rausgezogen. Und das Spiel heißt Super Mario Advance. Okay, dann können wir erstmal hier bleiben. Genau. Du hast ja schon richtig gesagt, es ist ein Remake. Auf welcher Konsole wurde dieses Spiel denn veröffentlicht? Game Boy Advance. Genau, deswegen heißt es ja auch Super Mario Advance. Genau. Also es ist tatsächlich ein Mario-Spiel. Welchen Bezug hast du zu Mario bisher gehabt? Ich habe bisher nur den Bezug gehabt, Mario Kart, sprich die Rennspiele von Mario. Aber sonst halt keine. Also wie gesagt, nur die typischen Rennspiele. Das heißt, du bist tatsächlich auch hier komplett neu. Obwohl Mario ja wirklich nun sehr bekannt ist, auch hier blutige Anfänger. Ja, also wo du es sagst, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Was erwartest du? Ja, die ziehen gleich die Überschrift aus dem Boden raus, würde ich vermuten. Ja, das stimmt, aber was erwartest du von dem Spiel? Viel. Aber ich glaube, es wird nicht einfach werden. Weil ich denke mal, die durchlaufen einzelne Level, wo ich ein bisschen hin und her springen muss. Mhm. Zum Beispiel jetzt hier, da auf diese grünen was ist das? Ein bisschen hin und her springen muss und dann vielleicht das Ei da einsammeln muss und ja. Gucken muss, dass ich da lebend durchkomme. Ja. Ja, und sonst? Das ist richtig. Es wird nicht einfach, Leute. Es wird vielleicht nicht einfach. Kurze Erklärung, warum da Copyright 1983 steht. Dieses Spiel beinhaltet zwei Spiele. Okay, ja, das besteht aus zwei Spielen, dieses Spiel. Ein Hauptspiel und eins, was quasi eine Ergänzung ist. Ja, das ist ein altes Spiel, das werden wir uns gleich angucken, was tatsächlich schon damals in den Spielhallen spielbar war. Mhm. Das ursprüngliche Mario Brothers. Genau, das war damals in den Spielhallen und ja, es ist ja schon dann, sagen wir, 40 Jahre ungefähr alt, ne? Genau, und das war jetzt quasi als Bonus auch nochmal hier im Remake reingebracht. Ja, da können wir jetzt mal eben weiterklicken. Dann drücke ich mal auf diese Taste hier. Und drück dann nochmal drauf. Du bist ein Singleplayer immer noch. Ja. Hey Leute, wollt ihr mitspielen oder so? Ich kann ja mitspielen, aber nee. Okay. Passt nicht. Auf Englisch. Choose a game. Ich soll ein Spiel aussuchen. Ja, also wie gesagt, zwei Spiele sind hier drin. Genau, und zwar wahrscheinlich Super Mario 2 und Mario Bros. Mario Brothers. Brothers. Und das ist auch das besagte Spiel, was schon damals in den Spielhallen spielbar war. Und das gucken wir uns als erstes jetzt an. Alles klar. Dann starte ich da mal mit. Genau. Topscore 100. Hoch auf jeden Fall. Ja, das ist also ein Highscore-Spiel, das können wir nochmal dazu sagen. Da muss ich immer an Tetris direkt denken. Ja, so ungefähr, ja. So, was steht da jetzt? Kann ich lesen. Ah, deswegen, okay. Jo. Das sind die zwei Brüder. So. War eben Press Start. Ja. Was erwartest du von diesem Spiel? Ich erwarte da von... Wenn du jetzt dir dieses Cover so anguckst. Naja, entweder, dass die durch irgendwelche Röhren geschossen werden, oder dass ich irgendwie ausweichen muss. Mhm. Oder dass, ich meine, links sieht man ja so ein paar Figuren. Ist jetzt die Frage, ob die mich angreifen oder ob die mit dazugehören. Oder ob ich die einsammeln muss. Also bekannt ist ja schon mal hier Mario in Rot. Genau. Und der daneben ist sein Bruder, der heißt Luigi, nur so zur Info. Alles klar, genau. Wahrscheinlich, vielleicht sind die auch zu zweit. Und oder erst spiele ich den einen und dann wechselt der Charakter in dem anderen Level zu dem anderen oder so. Kann sein. Also musst du dir jetzt einfach mal angucken und dann wirst du es sehen. Genau. Ich drück mal Start. Mhm. Hey.
Ja, was mache ich denn jetzt hier? Wie kann ich denn überhaupt die steuern? Ja, das muss ich mal gucken. Oh. Also da kommt was, das sieht man schon mal. Ich kann nichts machen. Ich komme nicht weg. Ich kann da nichts mit machen. Oh. Ja, was möchtest du denn machen? Ja, die besiegen. Achso. Ja, das ist schon mal eine gute Idee. Du musst nur herausfinden, wie. Ich muss sie vielleicht werfen, ducken. Ich drücke die Tasten, die ich hier finde. Dann ist es wahrscheinlich nur, ich muss hier... Ah! Aha, ich springe hier vielleicht gegen und dadurch springen die selbst weg. Aha. Aber wohin springen die dann? Probier mal. Liegen auf dem Rücken dann. Und dann nochmal. Ah, ich muss nur Zeitspiel machen. Aha. Und hier muss ich hochkommen, oder wie? Was ist denn hier alles los? Ja, ich meine, die springen alle runter, das ist schon mal gut. Nur... Ja. Aha, jetzt habe ich nur noch ein Leben. Es wird hier immer voller, ne? Ja, immer mehr. Aber was mache ich denn jetzt? Ja, das hast du noch nicht ganz rausgefunden. Muss ich die vielleicht in diese Röhren da reinschießen? Ich verstehe das nicht. Ja, du siehst, die gehen ja von alleine in die Röhren rein. Ja. Das machen sie ja sowieso schon. Aha, okay. Siehst du, ne? Ah, ich krieg Punkte, wenn ich die halt quasi pausiere oder so. Also sprich, wenn die umfliegen, krieg ich Punkte dafür. Nicht ganz. Also dass du die dass du unter der Plattform dagegen springst und durch die dann auf den Rücken landen, ist schon mal gut. Ja. Aber das ist noch nicht alles, was du machen musst dann. Das ich muss sie vielleicht gegenseitig, dass die sich gegenseitig irgendwie besiegen. Ja, kannst du noch mal versuchen. Also es ist noch nicht alles, das war nur die halbe Miete. Mhm. Das Feuer vielleicht irgendwie nutzen? Also ich habe jetzt hier 0 Punkte, ich muss gucken, wann ich jetzt einen Punkt kriege. Jetzt nicht. Da nicht. Jetzt habe ich Punkte bekommen. Jetzt auch. Ja, also das ist schon mal richtig. Aber es war das nicht das? Es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht. Kriege ich Punkte, wenn ich die unten rein bringe? Nee, das machen sie von alleine. Wenn ich verhindere, dass sie da reingehen? Ja. Aber wie macht man das? Weil diese komischen Stachelwesen verstopfen ja die Kanalisation. Ach so, das ist die Kanalisation, okay. Genau, du bist ja, Mario ist ein Klempner, ne? Ursprünglich, das vergisst man aber leicht. Ja. Der ist ein Klempner ursprünglich. Und er muss eigentlich diese, diese Tiere daran beseitigen. Ne? Ja. Die dürfen nicht in die Röhren rein. Nun, wie mache ich das? Das heißt, ich muss hoffen, dass die gegen Feuer gegenkommen. Oder so. Ja, es gibt eigentlich noch eine simplere Lösung. Also, sie auf den Rücken zu werfen, ist der erste Schritt und dann musst du noch was machen. Die dann vielleicht wegschieben oder wegbringen oder so. Ja, das würde ich mal probieren. Aber wohin? Also, ich weiß echt nicht, wohin. Verdammt. Ja, ich kann grad nicht. Ach, Mann. Ich krieg die nicht weg. Also? Du, was hast du jetzt gemacht? Du warst doch ganz kurz davor. Ja, ich wollte den halt
Ach so, wenn der... Ich muss den dann in die... In das... Nee. Wenn die auf dem Rücken liegen, dann kann ich die da... Nee, vielleicht in das rechte. Hier, weil die wandern nur links rein. Vielleicht dann rechts hinten. Hm. Ja, also zumindest Game Over. Ja. Phase 1 erreicht. 10 Punkte. Ja. 10 Punkte, das ist schon mal ein guter Start. Oh. Jetzt müssen wir nochmal ergründen, wie du die eigentlich besiegen kannst. Also ich kann die nicht hochheben. So. Das hat jetzt zumindest nicht funktioniert gerade, oder? Genau. Ja. Vielleicht kann ich die ja schieben. Okay, das werde ich versuchen. Und dann muss ich die ja irgendwo hinschieben. Und ich kann die ja dann logischerweise nicht hier hoch transportieren, sondern... Warte, die springen auch in das rechte Rohr. Ja, die dürfen nicht in die Rohre eigentlich. Am Rohr vorbeischieben vielleicht? Ich werde das einfach mal probieren, dann wirst du es nämlich schon sehen. Oder fliegen die dann ins Wasser rein? Das wäre natürlich auch ganz gut. Was jetzt? Na, jetzt kommt nochmal die Einleitung quasi. Kann ich das überspringen? Probier mal. Ja. So, Leute. Guck mal, ich kann hier rauswandern. Ja, oder halt auch nicht. Kommst dann wieder auf der anderen Seite raus. So, jetzt würde ich mal, solange es nur rote sind, mal jetzt auch mal was probieren. Was ist, wenn die grün werden? Dann die schneller. Ach du Schande. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Von dieser Ebene hier unten. Oh, der Button ist weg. Oh, das ist gar nicht gut. Naja, ganz unten kannst du ja nichts machen, weil du kannst ja nicht umdrehen. Das heißt, es ist relativ sinnlos, sich da aufzuhalten. Gut. Und hier ist aber auch nichts. Ah, was ist denn da jetzt? Der rennt da rum. Ja, Mama Mia, da hast du zum ersten Mal den berühmten Ausruf gehört. Ja. Von Mario. Oh Mann. Der natürlich Italiener ist. So, Feuer, weg mit dir. Das ist echt praktisch. Ah! Ich hab's noch. Muss ich die aus dem Bild rausschieben? Nee. Naja, du schiebst ja noch gar nicht. Du versuchst doch jetzt gerade gar nichts. Ich kann eigentlich gegenspringen. Können wir was versuchen hier? Ja. Ja, ich versuch nochmal. Game over. Ach Mensch. Ja, das ist aber noch Credit 2. Immerhin. Ich will jetzt hier gegenspringen gegen das Teil. Gegen was? Gegen den Kasten? Ja. Gut, dann erstmal ohne diesen Kasten. Ja, jetzt probieren wir halt. Ach, verdammt. Ja, Leute, ich komme nicht ganz vorwärts. Du wolltest doch jetzt das Schieben probieren, ne? Ja. Okay, dann probier das mal. Aha. Ja, also so besiegst du sie. Ich muss einfach nur gegenlaufen. Und dann die Münze einsammeln, oder was? Da, die da. Kannst du auch machen, du kriegst mehr Punkte. Aber das war jetzt erstmal das Herausfinden, wie du die überhaupt besiegst. Und das Feuer ist einfach da, ne? Das Feuer ist da, aber das kannst du auch loswerden. Indem ich den Wasserhahn aufdrehe. Nein, du kannst hier alles loswerden nur mit einer Methode, das ist das gegen die Decke springen. Das heißt, ich kann Feuer besiegen, indem ich gegen die Decke herunterspringe. Ja, wenn das Feuer gerade da auch ist. Ja? Mhm. Ach du Schande. Also es ist immer bei jedem Spiel eine andere Art und Weise, wie du das Problem löst. Donkey Kong ist raufspringen, Lucky Luke ist schießen. Und hier ist es tatsächlich gegen die Ebene springen. Ne? Ja. Boah, ey, Leute. Diese Box da oben, die bringt mich um. Da komme ich gar nicht gegen. Ja, ich würde mich da auch nicht auf die fokussieren. Ja. Ich würde es einfach mal... Ist ja nur Phase 1 eigentlich. Ist die leichteste Ebene. Einfach nur jetzt probieren mit... Mit den Stacheldingern. Ja. Um mich nicht auf die Powerbox zu konzentrieren. Ja.
Gut, ich ziehe hier direkt nach oben hoch und komme ich jetzt nicht mehr hin? Nee, okay, aber das ist nicht schlimm. Oh, die sind ganz gefährlich. Die wachen wahrscheinlich auch schneller auf. Damit hast du schon die erste Ebene geschafft. Oha, das ging jetzt schnell. Ja, wenn man erstmal weiß, wie es geht. Ach, einen Powerbutton kann ich auch nur begrenzt oft nutzen. Ja, der verschwindet dann. Irgendwann. Aber du siehst, dass beim Powerbutton dann alle auf dem Rücken landen. Ja. Und den betätigst. Das heißt, der macht nur Sinn, wenn ich den wirklich spät. Wenn du den Überblick verlierst. Ja, wenn es zu viele sind. Ja, Leute, ich hab den Dreh jetzt ein bisschen raus. Ah! Ja, welche von den Farben ist jetzt die schnellste? Blau oder grün? Ja, hier geblieben. Ups. So, Feuer. Hä? Hallo? Der Feuer ist jetzt weg. Ja. Oh oh. Ei. Der war jetzt ärgerlich. So, direkt hier flüchten. Oder? Nee, hier ist ein Feuer. Ja. Da ist auch ein Feuer. So Leute, was ist denn jetzt los hier? Komm mal ran hier. Nee, nicht das Feuer, das soll oben bleiben. Mann. Der hätte sein müssen. Die werden dann zum Glück ausreichend Versuche geschenkt. Ja, aber ich glaube, ich bin jetzt im letzten Versuch, ne? Nee. Nee, das hat noch zwei Durchgänge noch. Ist die Frage, wo stelle ich mich am besten hin? Ah, ich kann da nicht hoch. Ach, der liegt ja immer noch. Ja, ist das Feuer dann für immer weg, oder? Nein, es kann ja wiederkommen. Ja. Aber dann hast du erstmal Ruhe. Ja. Wenn die mir nicht immer hinterher rennen würden, alle. Ja, da komme ich auch nicht hin. Aha, kann ich an der Decke lang schweben? Kann das sein? Du hast nur noch einen gebraucht die ganze Zeit. Oh nee. Bei einer gewissen Anzahl von Gegnern hast du nämlich die Phase geschafft. Aber sehe ich sowas angezeigt irgendwie? Nein. Hier geblieben. Ah, die Netze holen ist schwierig. Nein! Das ist jetzt interessant. Es sind mehr von den langsamen, aber... Also, was ja gut ist, aber dafür viele. Ja. Boah! Die sind ja so langsam, deswegen. So Leute, ich mach mal kurz Risiko. Verdammt. Nicht funktioniert. Da ist immer noch ein anderer. Wow! Da hat die Kumpel gegeben. Ah! Nein! Sehr gut. Das wollte ich doch alles gar nicht. Das ist doch gut. Jetzt kommt da wieder einer an. Natürlich. Gut, dass der da hinten hinläuft. Ja, jetzt ist die Frage, einfach nur Punkte sammeln oder... Also auf Sicherheit oder...
Ah, okay. Nächste Phase. Uff. Bonusphase. Bonus. Einfach Bohnen, Münzen. Die Zeit läuft. Ganz viele Münzen. Die Zeit läuft. Ganz viele Münzen. Ja. Die Zeit. Hier ist nichts. Ja, eben. Da oben. Naja gut, also ich habe fast alle erwischt, oder nicht? Was? PI? Das ist doch Mathe irgendwas. Kein Bonus. Was? Warum? Zu wenig Münzen eingesammelt. Das gibt's? Das gibt's. Und das ist jetzt nur das Level hier mit Feuer? Ja, oder? Das ist Lavaströme der Kanalisation. Wo auch immer das der Fall ist. Oh, die Krebse. Ich habe das gemacht und der... Ich muss den zweimal erwischen, oder wie? Wäre eine Idee, ja. Der ist jetzt aggro. Er mag das nicht. Ach Mensch. Ist die Frage, wo warte ich am besten auf den Krebs? Die werden sauer, die werden sauer. Oh, oh. Nein! Ja, da. Der liegt jetzt auf dem Rücken. Wo? Ach da, ja, da komme ich gerade nicht hin. Doch. Ja, jetzt nicht mehr. Warum ist der jetzt grün? Schlecht jetzt. War doch gerade auf dem Rücken. Was war der Scheiß? Ja, ich sag mal so, Lavaströme. In welchem Land ist das nur in der Kanalisation der Fall? Island? Island. Game over. Ich hab keinen einzigen von denen erwischt. Ja, ich würde sagen, fürs Erste reicht das. Ja. Wir halten mal fest, Highscore Phase 5. Ein Anfang ist gemacht, aber... Wir gucken mal immer mal wieder, jetzt nicht regelmäßig, aber wir werden immer wieder das machen und gucken, ob du mal bis zu Phase 6 kommst vielleicht. Genau, immer Schritt für Schritt. Okay, ja, das ist es für das Erste. Alles klar. Und wie ist es für dich? Ist okay, aber man muss sich am Anfang erstmal dran gewöhnen. Ja, das stimmt. Das zumal ist natürlich auch jetzt ganz anders zu dem, was wir bisher gemacht haben. Zumal dann auch die Gegner sich unterscheiden mit zweimal Gegenspringen. Mhm. Und wer weiß, was dann noch alles kommt. Aber man konnte früher in solchen Spielhallen mit solchen Highscore-Spielen schon die Zeit totschlagen, ne? Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Okay, dann sagen wir erstmal... Ciao. So, jetzt gehen wir dann zum Hauptspiel rüber. Das ist eine Tür. Genau, das ist eine Tür. Oh, und wer ist da denn? Ich kenne die nicht, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich wieder der Speicher. Wie kommst du darauf, weil... Weil bei Donkey Kong war die auch in rosa Farben. Der Speicher. Candy Kong. Candy Kong. Der man abspeichern konnte. Ja, wir werden uns das angucken. Ich nehme einfach mal hier B. B oder C. Ja, ist ja gut. So. Ja, jetzt kommt das, was neu ist. Nämlich, du kannst immer zwischen 4 Spielfiguren auswählen, welche du nehmen willst für die Level. Und jeder hat so, du siehst da unten, Power, Speed und Jump. Jeder hat so seine eigenen Eigenschaften. Hm. Und es macht durchaus Sinn, auch mal zu wechseln bei gewissen Stellen. Okay. Das heißt... Vor einem Level immer zu wechseln. Genau, also mittendrin kannst du nicht mehr wechseln, aber vor einem Level. Aber woher weiß ich denn, wie das Level werden könnte? Ja, das weißt du dann, wenn du es einmal ausprobiert hast und merkst, mit der einen Figur klappt das nicht. Okay, genau. Ja, gut. Das heißt, hier sehe ich jetzt, der ist ausgeglichen, überall 4. Das ist Mario, genau. Und jetzt kommt sein Bruder. 3, 3, 5. 12. Ja, guck mal hier. Also, was kann Mario gut sagen? Alles. Er kann alles fast gut. Ja, er kann. Er hat viel Kraft, Speed und kann auch gut springen. Aber wenn ich jetzt mal alles zusammenzähle, 3x4 ist 12. So. Der hat. Ist gut im Springen, aber die anderen ist er mittel. Du wirst allerdings. Dieses 5-Sterne-Jump, ne? Mhm. Das ist schon deutlich. Also du wirst merken, dass Luigi schon deutlich besser springen kann als Mario, auch wenn Mario 4 Sterne hat. Also dieser eine Stern ist schon ein großer Unterschied. Mhm. Dann hebe ich mal den auf für Springen, weil Mario ist ein bisschen besser als er. So, wen haben wir da? Oha. Wie heißt der? Todd. Ja, Todd. Todd. Todd.
Der ist ja mal... Der ist auffallend gut in der Geschwindigkeit und Power. Aber springen halt sehr schlecht. Oh, und das kann richtig ein Hindernis werden. Was ist das für ein Typ? Pilz. Pilz. Oder wie? Pilzmensch. Ja, und klein, ne? Ja. Vielleicht deswegen auch nicht so gut im Springen. Und wen haben wir noch im Angebot? Peach. Die Prinzessin. Die kann nichts. Was? Ja, ich sehe jetzt hier so nichts. Ich meine, nur weil die im Springen 3 hat, heißt es ja nicht, dass das jetzt gut ist. Das stimmt, es ist eigentlich schlechter als also alle anderen. Die, guck mal hier. Gut, der hat im Springen 2, okay. Ein bisschen besser als Toad, ja. Aber 2, 2, 3. Man muss dazu aber sagen, es sieht natürlich vernichtend aus, gerade bei Peach. Mhm. Aber ich sehe da jetzt gerade nichts Gutes. Aber Peach hat eine Fähigkeit, die da quasi gar nicht abgebildet ist. Zaubern. Nicht ganz. Also wenn du springst mit ihr und gedrückt hältst, dann kann sie für eine gewisse Zeit schweben. Also bleibt in der Luft stehen und schwebt. Ach du Schande. Sie ist eine Prinzessin. Okay, ja, dann. Also das ist durchaus auch irgendwann nützlich. Das heißt, ich merke mir jetzt im Prinzip, mit dem werde ich starten. Weil der ist überall gleich gut und ist halt die Hauptperson. Der kann gut springen. Der hat Geschwindigkeit und Power. Und die kann halt fliegen. Kurz. Ja, also das ist jetzt auch nicht toll, dass die Frau in dieser Gruppe die einzige Person ist, die jetzt überall wirklich nicht so gut ist. Ich finde das schon echt sehr deutlich. Also haben die sich dabei jetzt gedacht? Also es wäre doch sinnvoller gewesen, wenn, also der Hauptcharakter ist überall gleich gut, aber nicht richtig gut, aber gut. Der kann richtig gut springen, der ist richtig gut in Power, aber dafür die anderen beiden ist er gleich und die ist richtig gut in Speed. Hat jeder eine Stärke. Aber ich muss wieder, also ich muss sagen, so wie bei Luigi, der nur einen Stern bei Jump mehr hat als Mario, es wird deutlich auffallen, dass er besser springen kann. Und auch bei Peach wird es auffallen, dass es, also es wird nützlich sein, ihre Schwebetechnik. Ja. Es wird jetzt wirklich Situationen geben, wo es wirklich auch notwendig ist, sie zu nehmen. Das heißt, die Frage ist ja, sind alle Charaktere gleich wichtig? Also kann von allen die Stärke gleich in die Level eingebracht werden? Sprich, dass das Springen oft wichtig ist oder Power oder hier das Schweben. Oder ist das Schweben nur so einmal irgendwo der Fall und dann erstmal länger nicht mehr? Aber das Hochspringen irgendwie jedes zweite Level wichtig? Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage, ja. Naja, ich nehme einfach mal den Hauptspieler. Hallo. Oha, wo bin ich jetzt hier? Nee, ne? War das gerade das Menü? Ja, wir sind jetzt bei... Halt, wieso geht das denn los? Ein Moment, also wir haben alle die Level über sich gesehen. Einige waren das. Es waren einige und wir sind jetzt hier gerade in Welt 1, stehen nochmal da oben. Mhm. Level 1. Es war doch so, dass je höher das ging, desto weniger Level waren das, aber desto schwieriger werden die wahrscheinlich. Es wird natürlich schwieriger mit, das ist ja klar, ne? Ja. Und was man auch mal direkt hier sagen kann, bevor du loslegst, können wir erstmal die Anzeige kurz besprechen. Da haben wir jetzt ja Welt 1, Level 1. Genau. Dann 5 mal, kann ich nicht interpretieren. 5 mal M. Also du hast 5 Ach, Versuche. Ach, das ist ein M. Ja, 5 Versuche. Was heißt denn darüber diese Flaschen? Ja, das sind keine Flaschen, das sind leere Felder. Und es gibt in der Level 5 Münzen mit einem A drauf. Ah, okay. Und, um die Level wirklich auch durchzuspielen, dass du quasi so einen Haken dahinter kriegst, musst du diese 5 Münzen finden. Und das ist auch das, was wir jetzt auch versuchen werden. Okay, auf jeden Fall darauf achten, auf die Münzen. Ja. Und Score mit der Punktzahl darunter. Das ist eine Punktzahl, die du generell kriegst, wenn du irgendwas machst, was gut ist.
Ist die Frage, bringt mir die Punktzahl etwas oder ist das nur so? Das können wir ein bisschen vernachlässigen. Ja. Vernachlässigen, denke ich. Und dann haben wir noch da am Rand rotes und blaues Herz. Ja, das blaue Herz ist quasi, es ist leer, ist nicht aufgefüllt. Also du hast gerade nur ein Herz. Ach so. Und du musst quasi noch ein Item kriegen, um das zweite Herz zu bekommen. Das sind quasi deine Versuche innerhalb der Level, bevor du K.O. gehst. Und wenn das passiert, dann verlierst du da einen Versuch. Dann hast du nur noch vier. Okay, aber wenn mich jetzt einmal hier ein Gegner erwischt, dann ist direkt ein Herz weg oder nur ein kleiner Teil von dem Herz? Dann ist alles weg. Oha. Das heißt, du hast quasi jetzt noch nur einen Versuch. Und im besten Fall hast du zwei. Okay. Das hätte ich nicht gedacht. Nicht anders. Also bei Donkey Kong ist es ja auch so. Zwei Affen immer. Okay, ja, stimmt. Guter Vergleich. Also ich finde, der hüpft ja so komisch, ne? So dupti-dupti-dum, di-dum-di-dum. Ja. Ah, guck mal, der fällt hier nicht runter. Ja, wir können es einfach noch sagen, wo sind wir hier eigentlich? Irgendwo über den Wolken. In den Wolken, auf, unter, neben. Ja. Also. Das ist richtig. Also, dann würde ich mal sagen, kannst, ist alles klar, oder? Bisher ja, außer dass ich nicht weiß, wie ich hier weiterkomme. Dann kannst du mal gucken, wie du weiterkommst. Guck mal, der Bildschirm geht gar nicht mit. Oder? Noch nicht. Okay, so. Was kommt hier links? Ah! Oh, was ist das hier für eine Pflanze? Was ist das für ein Macker da? Ja. Der sieht sehr gruselig aus. Ja. Nein! Also diese Pflanze... Macht nichts, ne? Macht nichts, ne. Oh, aber du kannst was machen damit. Was nun? Was ist jetzt gerade passiert? War das so ein Miau? Miau! Kannst du ja nochmal machen. Jetzt geht das nicht mehr. Ja, du musst dafür lange geduckt sein. Damit lädst du dich quasi auf und jetzt drück mal A. Er kann hochspringen. Wenn du das machst, dann... komm ich da hoch. Kannst du höher springen. Oh Mann. Hast du schon mal gelernt, das ist schon mal gut. Ja. Jetzt ist aber noch wichtig für das Spiel, dass du was mit der Pflanze machst. Mitnehmen? Ja, was kann ich damit machen sonst? Einsammeln? Ja, ich werde mal was probieren einfach. Hallo? Ja, hat nicht ganz funktioniert. Und da komme ich nicht hoch. Naja gut, okay, dann... Aber das ist das Gemeine, man sieht nicht, wo man hinfällt. Ich springe jetzt wieder hoch, oder wie? Ja, das hat ja schon eben nichts gebracht. Ich komme auch gar nicht mehr hoch. Hier, oder? Ja, das ist ja auch nichts. So, So. Jetzt bin ich... Jetzt habe ich das zweite Herz eingesammelt. Ja, also... Du hast jetzt gerade eine Taste gedrückt und damit kannst du diese Pflanzen, die im Boden stecken, rausziehen. Und manchmal ist das was anderes und in diesem Fall war das jetzt ein zweites Herz. Und aber das ist, dass du damit auch gleichzeitig größer geworden bist. Genau. Und ich kann auch weiter springen, ne? Oder wie? Weil ich ja größer bin. Ja. Jo. Noch eine Pflanze, das ist ja richtig gut. Ja, das kannst du auch gleich wieder testen. Aber wenn da auch wieder ein Herz ist, dann bringt man das ja nichts. Ah! Ja. Da geht's weiter, sozusagen. Aber also die Pflanze, wenn ich jetzt noch ein Herz einsammle, ist ja dann eigentlich nichts passiert. Hoppa.
Ich habe ja gesagt, es ist nicht immer ein Herz da drin. Was ist das hier unter? Das ist ein Dude. Okay. So, was war das jetzt? Okay, das war doch ein Herz. Aber es ist nicht immer ein Herz. Okay, dann kann ich hier noch weitergehen. Da hilft dir doch nur der. Ja, aber es funktioniert nicht. Jetzt aber. Spring doch! Jetzt geht er auf Springen. Jetzt. Wunderbar. Ja, dann gehe ich doch mal hier rein. Ja. Siehst du? Da haben wir Gemüse. Hä? Mir passiert gar nichts. Okay. Ah! Kann ich das einsammeln? Ja, das wäre auch so ein Herz, was dir helfen kann, wieder volle Leben zu kriegen, ne? Geil, ich kann hier mit Gemüse die Leute alle abschmeißen. Genau, das ist das Spielprinzip, Gemüse zu verwenden. Ja. Aber es passiert mir so nichts, wenn ich jetzt einfach nichts mache, ne? Ja, teste mal. Ah, das ist doch Quatsch, oder? Du musst ja alles mal testen, ne? Wobei, das wird mir schon noch passieren. Ah. So, du kannst auf sie raufspringen. Münze. Da ist die erste A-Münze. Die siehst du jetzt auch da oben. Ja, wenn ich hier raufspringe, passiert nichts. Genau. Du darfst bloß nicht... reinlaufen. Genau, reinlaufen gehen. Du kannst aber auf sie rauf. Und du kannst sie sogar auch nehmen, wenn du auf sie drauf bist. Das werde ich auch mal probieren. Okay. Ich brauche erstmal ein zweites Herz. Ja. Oh. Mann, ich will ja nicht die ganzen Pflanzen wegschmeißen. Ja, gut. Aber warum sind hier oben so viele? So, das ist jetzt auch was, was erklärungsbedürftig ist. Ja, bitte doch. Also das ist ein Zaubertrank. Den kannst du... Also es ist immer wichtig, wo du den quasi fallen lässt. Kannst jetzt ja mal versuchen, den fallen zu lassen. Hier oben? Ja, wie auch immer. Dann erscheint da eine Tür. Da kannst du reingehen. Soll ich das machen? Ja, und dann bist du in einer quasi Schattenwelt. Also es ist dieselbe Welt wie hier, bloß spiegelverkehrt. Und manchmal, wenn du an der richtigen Stelle die Tür gesetzt hast, ist da ein Pilz. Und wenn du diesen Pilz quasi aufnimmst, wie du auch die Pflanzen aufnimmst, dann kriegst du ein drittes Herz. Oha. Nicht nur zwei, okay, sondern drei. Also das ist schon nützlich. Dann schaue ich mir das doch mal an. Wobei es klingt schon mal ein bisschen nicht ganz einfach. Da ist er. So, jetzt mal rauf. Was mache ich jetzt? Rauf, da rauf. Oh. Dann hättest du diese Technik mit dem Pflanzenkrist machen müssen. Dann hättest du jetzt ein drittes Herz gehabt. Verdammt. Ah. Was ist hier denn los? Ein großer Auflauf an... Leute, ich brauche ein Herz. Komm, da waren so viele Pflanzen. Zu den Kirschen kann ich auch was sagen, tatsächlich. Es gibt eine gewisse Anzahl von Kirschen. Wenn du die alle einsammelst, dann erscheint ein Stern. Wenn du den Stern erwischt, dann bist du für eine kurze Zeit unbesiegbar und kannst alle Gegner umrennen, wie du lustig bist. Okay. Ja, gut. Ich würde auch mal jetzt, weil es ja die erste Level ist zum Eingewöhnen, auch mal jetzt die anderen Figuren mal austesten. Ja, ich nehme jetzt mal den, weil Springen ist besser. Power und Speed brauche ich, glaube ich, bisher nicht so in dem Level. Ja. Level. Ja. Oh, ich kann ja beide ab. Oh, das war direkt das zweite Herz, oder was war das? Ja. Komm her!
deutlich anders. Vor allem anders. Ja. Er bleibt quasi ein bisschen schweben in der Luft. Oha. Er tüttelt da so gut. Krass. Ja, ist echt so, ne? Okay. Ah. Das ist aber auch ein bisschen irreführend. Weil du kannst sie gar nicht so richtig steuern. Ah. Weg hier. Kann der auch einen normalen Sprung machen? Das ist ein normaler Sprung. Okay. Kann der auch einen noch weiteren Sprung machen? Ja. Mit der Technik, die du ja eben schon gelernt hast. Ja. So, da geht's rein. Ja. Ich würde ja gerne erst die Gegner hier oben besiegen. Ah ja. Da rein, da raus springen und dann die Taste drücken. Wenn er da killt. Ja. Da ist er. Und du hast 3 Herzen. Geil. Oh, kann ich da runtergehen? Diese. Ich hätte noch runtergehen können, ne? Ja, du kannst überall hingehen, wo quasi. Das Boost nicht aus dem Bild raus, weil dann bist du tatsächlich K.O. Du darfst nur in dem Bildausschnitt bleiben, der dir zur Verfügung steht. Ach. Ich komme mit dem Springen nicht ganz klar. Boah. Na, ist hier noch ein Gegner? Ah! Ey, komm, wo kam die jetzt her? Hier. Das war jetzt blöd. Okay. Dann nehmen wir doch nochmal den hier. Ja. Power. Gut, wo braucht er die Power? Beim Werfen? Ja, du wirst das merken. Okay. Na dann. Und der ist schnell. Oh. Oh, der springt nicht weit. Aber du siehst, er, wenn du die Pflanzen ziehst, er braucht nicht so viel Zeit. Das geht gerade fast. Ja. Okay. Der ist auch so klein. Ja. Im Sprung ganz kurz klettert. Was ein Abgang. Tja. Du bist noch die Prinzessin. Dann hast du alle mal gespielt. Tja, mal gucken. Aber das Schweben, das werde ich erstmal probieren. Ein bisschen Angst. Das ist schon zu 1%. Krass. Wie denn? Mit der 1 Münze. Ach so. Boah, das ist ja. Das Herz. Da komme ich nicht hin, oder? Und jetzt springen wir und halt gedrückt. Na. Ja. Ja, da schwebt sie. Ist auch nützlich. Nur wo? Aber ja, also das zu können. Warum denn da? Genau da, wo ich nicht wollte. Hä? Okay.
Ja, du kannst sie auch nehmen, wie gesagt. Okay, ich kann die auch hochheben. Verdammt! Ja. Warum war die Tür genau da? Ja, Leute, ich habe die jetzt alle einmal ausprobiert. Fazit? Fazit: Mit Mario ist es am einfachsten. Ja. Weil es halt alles. Also, ist alles solide. Genau. Und die mit anderen sind quasi so für Spezialaufgaben. So, ne? Ja. Ja. Hier ist Gewohnheitssache. Den muss ich sagen, finde ich auch ganz gut. Man muss halt nur wissen, der kann nicht hochspringen, aber sonst ist der ganz pendelbar. Also ich muss sagen, ich habe irgendwann später tatsächlich nur noch mit Luigi oder mit Toad gespielt, immer in Abwechslung. Ja. Aber zum Eingewöhnen ist Mario sicherlich nicht verkehrt. Ja, und hier, ich denke mal, hier hilft das bei Klippen oder solchen Sachen, wenn man darüber fliegen kann, wo man sonst vielleicht ein bisschen blöder springen würde oder so. Oder nicht so kontrolliert springen kann. Aber mal abwarten. Ja. Ja, dann geht's demnächst weiter. Nein. Ja, was sind das denn für Gegner eigentlich? Das haben wir noch gar nicht besprochen. Ja, stimmt. Das sind so. Also die haben Masken auf. Ja, die haben Masken auf, ja. Wir hören wahrscheinlich alle so einem Club an. Was für ein Club? Komm! Maskenpflicht? Genau, hier herrscht Maskenpflicht. Corona ist auch da. Ein Thema. Ach, ich kann ihn gar nicht hochheben, ne? Doch. Nee. Doch. Okay. Nein! Boah. Na! Das ist der Pilz. Yes. Ja, okay. Na ja, gut, dann treffe ich noch irgendjemand hier unten vielleicht. Boah! Was passiert hier? Den kannst du nehmen. Das ist ein Powerblock. Wenn du den loslässt, dann erwischt er alle Gegner im Umkreis. Oha, krass. Und auch viele Punkte. Nur denn, hier muss ich jetzt hochspringen. Ah, hier, da! Kurz ein Zwischenfall hier. Genau. Aber nichts Bewegendes. Ja. Nichts Bewegendes. Alles gut. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, kann ich das irgendwo hinzimmern hier noch? Ja, ich springe da rauf, während die nach oben geht. Oh, viel zu hektisch. Aber gut. Ist ja rüber. Hier muss ich erstmal jemanden da. Was ist das denn? Riesenrübe! Ja. Nutzen muss ich noch überlegen, was das für einen Sinn hat. Haha! Noch so ein Teil. Noch eine Riesenrübe! Eingetroffen. Mit der Riesenrübe. Also, da Verschwendung. Ja, das auch. Aber der ist gut, der Powerblock. Aber hier sind nur zwei Gegner jetzt nur noch. Kannst du auch aufsparen. Für wann denn? Quatsch. Was machen wir für die ganzen Pflanzen? Ja, vielleicht ist ja irgendwo ein Herz dabei, ne? Ey, wo kommt der jetzt her? Hoffentlich ist hier ein Herz. Jawohl. Das war wichtig. Der war wichtig. Ja, ehrlich. Ah! Ich hab den gar nicht auf dem Schirm. Naja, gut. Hoffentlich stürzt sie nicht ein. Okay, gut.
Tür, Gegner. Hm. Oh oh. Zeitlupe, Zeitstopp. Ja, wie lange? So ah! Lange. Die Münze muss ich jetzt einsammeln, ne? Das ist eine A-Münze, ja. Komm ich da jetzt hin? Kann ich da unter durchrennen und dann da hinten hochspringen? Ne, ich spring da oben rauf und spring darüber. Mhm. Vielleicht besser. Was ist das da auf dem da drauf? Ich spring da auch rauf und direkt wieder zurück. Das ist ein Up. One-Up-Pilz. Du kriegst dann einen extra Leben, wenn du den bekommst. Ein drittes quasi? Der ist allerdings in dieser Blase. Ich muss den also werfen. Nee, die Blase verschließt er. Das heißt, du müsstest quasi dieses, oder Glas, was das auch immer sein soll, Glaskugel zerstören. Und wie? Tja. Kann ich alles sagen hier. Ich spring da einfach mal hin. Aber ich meine, ich kann auch hier ganz tot gehen, ne? Ja. Na. Alles gut, passiert nicht. Ich kletter hier mal hoch. Oh ne, ich muss von hier oben runter springen oder was? Oder mit so einem Teil hier schmeißen. Gott! Komm. Verschwendung! Ja, jetzt aber. Schnell! Oh. Oh, da oben war was. Nee. Da auf der anderen Seite vielleicht noch was. Ich komme da nicht rüber von hier, wenn ich springe. Das ist das Problem. Ich komme da nicht rüber. Und wenn ich jetzt springe, bin ich quasi dann besiegt. Oder? Hä? Wieso steht der noch? Verstehe ich jetzt nicht. Springe ich vielleicht doch einfach? Ja, dann nehme ich jetzt mal den. Oh nee. Der springt so ganz komisch. Was ist mit dem? Okay, ich nehme den. Wer ist er denn? Luigi. Genau. Was? Ich bin jetzt hier? Ja, an gewissen Stellen gibt es quasi versteckte Speicherfässer. Geil. Aber die sind nicht für ewig da. So Leute, jetzt kriegt ihr hier so eine Pflanze. Alle abgeräumt. Oh, aber das Herz, da muss man aufpassen. Da hast du einen Strike hast du geworfen. Geil. Und da komme ich wieder raus? Da kommst du jedenfalls woanders hin, ja. War hier eigentlich noch ein Gegner? Muss ich hier mit die Stinkbombs abschmeißen vielleicht? Ich meine, ich gehe jetzt hier mal runter. Frage ist, kannst du damit klettern? Ich springe einfach runter. Das hat ja eben zu deinem Tod geführt. Naja, aber ich komme nicht runter. Ja, du kannst aber nicht klettern. Dann werfe ich das einfach hier hin und hoffe, dass was passiert. Okay. Okay. Ah. Ohne Probleme. Ja. Sieht sehr komisch aus. Ja. Geht der da nicht hoch oder was? Nee, ne? Da kommt er nicht hoch. Ja, es gibt eine Möglichkeit. Wenn du mal genau nachdenkst, was man so alles machen kann. Ja. Hä? Okay. Ja, wie kommst du nochmal höher? Wie kannst du nochmal höher springen? Doppelsprung. Mit Anlauf. Und eine Taste noch drücken. Hast du schon wieder vergessen, ne? Hast du schon wieder vergessen? Ich muss eine Taste drücken. Leute, er hat's wieder vergessen. Leute, das ist nicht lustig. Ah! Ja, das geht auch so. Komm! Ja!
Tja. Ja, dann nochmal. Ey, das kommt mir jetzt vor wie so ein halber Endgegner. Nein, und er lebt noch. Kein Strike. Ich treffe da unten einfach nichts. Ach, daneben. Ja, wann springe ich da jetzt hoch? Gibt's noch nicht. Komm jetzt. Erinnere dich mal daran, was du machen kannst. Bleib einfach mal. Hast du am Anfang der Level wieder für dich entdeckt? Hä? Ich kann irgendwie was. Ich kann ja nicht viel machen. Ich kann so machen, ich kann springen. Ich kann. Ja, eben hast du schon ganz richtig dich verhalten. So machen. Okay, du kommst nicht drauf, lass mich. Ich kann springen und in der Luft mich fortbewegen. Ich war doch gerade hier oben. Ja, es gibt einen Move, mit dem du besser springen kannst. War das gerade der Move? Nein. Ich bin gespannt, wann du den wieder für dich entdeckst. Ja, ich auch. Da komme ich nicht durch. Komm. Na. Ah, die Bombe. Nein. Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Komm ich denn da jetzt nicht hoch? Du bist jetzt kleiner. Ja, aber muss das nicht trotzdem gehen? Es geht ja mit diesem bestimmten Move, von dem ich die ganze Zeit rede. Und den habe ich heute schon gemacht? Ja. Nein, ich mache jetzt hier einen Sprung. So. Kann er nicht viel mehr machen. Ach, im Sprung nach oben lenken? Nee. Hä? Ich bin dann aufgeschmissen. Naja, es gibt auch noch eine andere Tür. Ja, da kann ich durchgehen. Ja, die ist sogar sehr unproblematisch, da kannst du einfach durchgehen. Ja, die hier. Ja. Ja, nu? Ja, aber ich will ja. Ich wollte eigentlich diesen Bonus da kriegen. Ups. Ey! Was ist das denn? Ah, die ganze Pflanze hier, das ist cool. Okay. Aber ich bin jetzt hier schon ein bisschen weitergekommen anscheinend. Oh, die Tür ist weg. Oh. Die Tür ist weg. Ja, ich wechsle den Spieler wieder. Nein! Hm. Ich hier mal, ja. Auf, ne. Und dem. Sehr gut. Geil. Was ist das für ein Tier da? Ja, was willst du
sagen. Kellerassel. Kellerassel. Nein. Ja, irgend so eine Art Käfer, ne? Ja. Was ist das denn? Ja, was ist das? Das ist eine Schildkröte. Hm. Oder ein Kuchen. Ein Kuchen? Nein. Nee, das sieht aus wie ob was zu essen, was auf dem Teller liegt. Das ist völliger Schwachsinn. Schildkröte ist richtig. Ja, ne? Also der Panzer. Genau. Kann ich damit vielleicht in den Raum reingehen? Nein, ne? Nee. Ja, dann lass ich die mal schwimmen. So, was haben wir denn hier? Oh! Na du? Ach Mann! Naja, ich trick sie mal eben kurz aus. Tada! Naja, dann Cooler Trick. Na! Verstecken. Nein! Ja. Ja. Hättest du draußen verwenden müssen. Ja, aber was passiert jetzt hier? Ja, fast du fährst ein Riesenrad. Ja, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Na, gar nicht mehr. Das gibt's doch jetzt nicht. Ey, das war ein Witz. Ich bring ihn mal einfach hin. Ja, das war ein Witz. Drei Leben, das ist schon echt richtig gut. Das, Münze! Geil! Nein! Oh Gott! Das war jetzt völlig unnötig. Ach nee, wenn ich springe, dann komme ich da gegen die Wolke und komme gar nicht zu der Münze hin. Oder? Ah! Oh oh, jetzt habe ich hier oben diesen Endgegner wieder. Ja! Na! Aber du hast 4 von 5. Oh. Dann müsste das Level ja auch fast durch sein. Also das finde ich ja echt gut, dass man hier immer so in der Nähe davon anfängt. Also das ist wirklich das Super. Es ist natürlich auch so, dass die Levels relativ, also eine gewisse Länge haben. Ja. Deshalb muss das auch eigentlich sein. Ja. So, du hüpfst jetzt hier rum. Okay. Ach, jetzt komme ich hier nicht hoch. Läuft noch nicht ganz so rund. Nicht jeder Gemüsewurf ist ein Treffer. Der auch nicht. Der auch nicht. Ah, die Münze habe ich jetzt, ja, ne? Ja, die siehst du ja da oben. Stimmt. Ne? Ja. Ja. Oha. Oh, da oben ist ein Käfer. Oh, 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 oh. Wir spielen hier gerade Jack und die Bohnenranke, ne? Das klingt gruselig. Kennst du das nicht, die Geschichte? Das ist ein Horror-Thriller. Das ist von Jack, der... Ripper. Nicht Jack the Ripper. Der Jack, der pflanzt eine Bohne in seinem Garten und da wächst eine riesige Ranke. Und da klettert er rauf und gelangt in ein Reich im Himmel da. Ah! Wo Riesen auch rumlaufen und so.
bin ich denn jetzt? Du fällst gerade runter. Oh, voll. Aber muss ich da oben eigentlich noch hin? Also ist das relevant? Es scheint so. Das heißt, das Level müsste hier auch weitergehen, ne? Ich meine, es geht da ja weiter. Okay. Oh, da ist die fünfte Münze. Genau. Ah! Ja, also das ist einfach eine Schwierigkeit für sich, das nicht runterfallen. Die Münze versuche ich jetzt zu ergattern. Ohne runterzufallen. Am besten. Ja. Und da muss ich erst hier ran. Ah, lala. Da kommt auch die... Achso, der ist auch gesagt. Ey. Du fällst? Achtung! Ja, ich wollte halt so fallen, dass ich rechts im Bildschirm wieder ins Feld reinkomme. Gibt's doch nicht. Das kann nicht so schwer sein, diese Münze da zu kriegen. Aha. Oh, das ist gefährlich. Guck mal, jetzt ist die da hinten. Ah! Ganz ruhig. Ich muss ja nur jetzt da hinterher krabbeln. Und jetzt den Sprung in den... den Sprung in... Ja, eigentlich wieder da runter machen. Mann, ich würde die einfach gerne besiegen können. Nein, da muss ich auch noch vorbeikrabbeln. Ich habe ein Herz, Leute. Ein Herz. Das ist nicht gut. Ah. Das ist ja nervend aufreibend. Ja, es ist an Dramaturgie nicht zu übertreffen. So, hier muss ich ein bisschen warten. Ist noch ein drittes Herz und dann raste ich aus. Ja, nee. So, jetzt. Ja. Herz. Ja. Boah. Nein, nein. Oh. Krieg jetzt nichts mehr. Falsch. Okay, die Ausgangslage ist jetzt vielversprechend. Die Gegner sind mehr oder weniger weg. Und du hast drei Herzen. Ja. Das ist auch wichtig, weil du nur noch einen Versuch hast. Oh. Wie du da oben siehst. Okay, das war jetzt nicht so gut. Toll! Ah, da. Dieser eine Gegner, ne? Das ist doch direkt bei den Landes jetzt, ja. Beim Abstürzen. Mach nicht so viel Platz. Okay, zwei Herzen sind auch noch in Ordnung. Nehmen wir das. Hä? Da ist keine Assel? Da, ach, da hinten ganz. Ah. Ja. Ja, wie? ja.
Hä? Ah! Mann, das kann nicht sein. So, jetzt. Du wirst mich hier, glaube ich, ärgern. Guck mal, linker Fuß ist auch gerade eingeschlafen. Ja, kann ich verstehen. Diese Musik. So. Boah. Ja, ich will auch direkt von der Wolke auf die äußerste Ranke raufspringen und nicht erst die mittlere nehmen. Ah! Aber zur richtigen Zeit natürlich. Ja, ich dachte, er ist schon nach oben gegangen gerade. Physik von diesem Endgegner hier. Tja. Was sagt man dazu? Jetzt haben wir auch mal wieder ein Game Over. Ach Mensch. So betrauert. Ja, Leute. Ja. Es war mal ein Vergnügen. Wir auch. Tschüss. Bis dann. Bitte. So, Leute. Jawohl, Leute. Na! Ah, ist nur einer, ne? Jetzt kommen wir zum altbekannten Problem hier. Zwei, ach du Schande. Zwei Probleme. Na, na, na! Kann ich die eigentlich irgendwie besiegen? Nee, ne? Hast du ja schon gemacht. Wie denn? Ja, vor 5 Minuten. Bei der anderen Stelle. Ja, abwerfen, aber ja, womit denn? Hier ist ja nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Hätte ich vielleicht machen sollen, ne? Aha! Nein! Wohin? Wohin? Da, 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 da! Was ist? Werden wir diesen Turm endlich erklimmen, oder nicht? Tja, die Frage ist auch, wann? Vielleicht kann ich auch den Büschel da oben raus. Genau. Ich versuche. Das ist eigentlich auch behindert. Vorbei zu klettern. Zu dem Busch. Um dann damit den abzuwerfen. Klingt das sinnvoll? Ich weiß das nicht. Ich teste jetzt mal was. Ich gehe einfach nach links jetzt rüber. Ah, das war doch gut. Ah. Aber der Ansatz war schon mal jetzt erkennbar. Aha. Oh! Ich dachte, der ist gerade umgeklabbelt. Ich brauche nur noch links lenken. Der springt einfach nicht. Der springt einfach nicht zu der Münze hin. Ach. Weil die kommt mir ja schon entgegen. Ja, du lässt dich fallen, ne? Also das ist ja kein Springen. Genau. Oder muss ich vor dem Teil da schon sein? Na, komm. Oh, jetzt ist gut. Ah, ja. Nein! Schon springen, nicht fallen lassen. Das ist wie so wie Sisyphus. Ja, genau. Wenn der Kugel den Berg runterrollt. Genau. Und immer wieder hoch. Ja. So fühle ich mich auch. Ich meine, irgendwann muss ich auch mal beim Hochgehen hier auch da reinspringen in diese Assel. Hier, ne? Aha. Also, es passiert ja nicht, ne? Aber manchmal dann doch. So, jetzt probiere ich das nochmal neu. Ah, so springt er denn nicht? Ah. Oh. Also ehrlich, dieses Runterfallen, das ist doch wohl... Ja,
Also ja, man hat. Was ist das? Tja, Leute. Komm! Blöder Assel! Was sieht hier gleich aus? Drei Leben mit einer Assel verloren. Das kann doch nicht sein! Ach was? Ja! Hätten wir doch ein fünftes Herz gebraucht. Mann, ey, Leute. Also, das ist hier eine Hürde. Das ist die erste Level. Ich weiß auch gar nicht, was danach noch also kommt. Das ist die erste Level des Spiels. Aha. Die normalerweise die einfachste ist. Hey, Leute. Kommen wir nicht weiter. Blöde Assel. Ich will doch einfach nur von diesem Gerankel nach links zu der Münze dahin springen. Und dann im zweiten Step. Oh! Mamma mia! Ja, das gibt's nicht. Tja, Leute. Nochmal, ne? Aber hier. Save and continue. Choose a player. Here I come. Leute, ich zieh jetzt mal durch hier. Ja, blöd. Ah! So, du Assel. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Ja. Meistern wir es jetzt. Weil die Münze muss ich einsammeln, ne? Ja, das ist die letzte, die du noch brauchst. Ja, perfekt. Nein! Das ist eine perfekte Bedingung. Kann nicht sein. Ich hätte nicht gedacht, dass wir schon so früh verzweifelt hier. Ach, wer spricht denn von Verzweifeln? Ich! Ich gerade! Okay. Mhm. Ah, Mann! Ja! Ja, ne? Weil gerade kommst du ja auf diesem Weg nicht so gut weiter. Genau. Hä? Hier rechts ist keine Assel? Wo ist die denn hin? Ja. Hat die sich schon verkrochen? Nö. Hey, das ist so langweilig. Gibt's ja nicht, die ist weg. Ist das jetzt die Vorlage hier oder was? Wieso ist die denn jetzt weg? Verstehe ich jetzt nicht. Ich verstehe das die nicht. Die ist abgehauen. Geil. Die hat sich gedacht, ach Mensch, ja. Dann helfen wir den armen Jungen mal. Da ist sie wieder. Wo war die denn? Die war auf dem Klo, glaube ich. Ah, oh, hier ist nichts zum Werfen. Ein Herz. Ich glaube, die hatte eine Toilettenpause. Krass. Sowas gibt's hier auch? Ja. Jetzt muss ich hier aber wieder runterspringen zu der Münze. Ah! Ja, ja! Ah! Ja! Du hast sie! Alle fünf! Aber scharf! Ja. Nee, ey. Ja, krass. Dass über solche Umstände das hier funktioniert. So, Leute. Was kann hier jetzt noch schief gehen?
Leute, ich komme nicht höher. Ah, jetzt. Yes. So, und jetzt? Ah! Könnt ihr nicht wieder Toilettenpause machen? Mann. Ja, ist echt so. Oder ich kletter da hoch und zwar mache ein Wettrennen mit der vor dieser... Ein Wettrennen? Ja, also ich spring da ran und die ist direkt... Ich spring jetzt da ran. Na! So ungefähr soll das aussehen. Hast du gesehen, dass die hat dich gar nicht verletzt? Du warst doch drauf auf der... Ja, aber es geht doch eigentlich gar nicht, oder? Tja. Oh. Leute, ich bin jetzt hier dran. Ich hoffe nur, dass da oben dann nicht mehr nochmal sowas kommt. Nein! Der war doch schon... Einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Nein. Doch. Zieh. Okay, jetzt ganz gemächlich nach oben. Habe ich das geschafft, das Level? Oh, was ist denn jetzt hier? Endgegner? Gar keinen Bock drauf. Die Musik sagt nichts Gutes. Das Herz brauchst du noch nicht und das auch noch nicht. Ich hab Angst. Wer kommt denn da jetzt? Eine Kellerassel, eine ganz große. Riesenkellerassel. Ach nee, ey. Leute. Hä? Ja, jetzt sag mal eben. Der spuckt Feuer. Wer ist das? Eine von meinen Kolleginnen. Kolleginnen? Die kann ich doch auswählen zum Spielen. Nein, die kannst du nicht auswählen. Ja, ich habe 4 Charaktere. Ja, ja. Eine Prinzessin. Ich dachte, das hier ist ein Fake vielleicht. Dein Bruder Luigi und Toad. Was macht der denn da? Mann, das ist immer noch die Spezialfähigkeit. Ja, was mache ich denn jetzt hier? Besiegen, ne? Ja, du kannst ja mal nach dem Weg fragen. Hallo? Oh nein, da hinten ist... Ja, und ja, womit werfe ich den jetzt ab? Muss ich darüber springen auf den Schnabel vielleicht? Oh, hab mich getroffen. Ich verstehe nicht, wie ich die jetzt besiegen soll. Ja, das ist eine Aufgabe. Ich kann ja nicht alles erklären hier. Soll ich hier unten den Vogel, soll ich dagegen springen? Wo die Eier hinschießt? Das ist eine Aufgabe, mit der du zurechtkommen musst. Ich habe ja nicht viele Möglichkeiten hier. Oder ich muss darüber springen vielleicht, über sie. Aber ich kann ja nichts machen hier. Hallo? Hallo? Ich meine, gut ist ja, dass die nicht so... Das bringt auch nichts, wenn ich hier... Ich glaube, ich muss da auf drauf springen. Nee, dann zieht die mir Leben ab. Da sind noch Herzen. Oh, auch da hinten. Du weißt, dass dieses Spiel nichts mit Aufspringen am Hut hat, ne? Ja. Aber dann check ich das jetzt nicht.
Naja, was ist das Prinzip des Spiels? Abwerfen oder Büsche? Ja, Gegner abzuwerfen. So ja. Geht das hier. Brauch nur was zum Werfen. Tja, jetzt überleg mal, was du werfen könntest. Die Münzen. Nein. Ich hab ja 7-mal irgendetwas da oben stehen. Das sind 7 Leben, die du noch hast. Ja, so. Dann steht da ja nichts. Nee, da wirst du auch die Lösung nicht finden. Muss ich wieder runterkrabbeln hier? Nein. Dann muss das ja mit diesen Boxen zu tun haben. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Aber die kann ich nicht hochheben. Dann ist das wohl auch falsch. Ja, was ist denn hier sonst noch? Also... Hier ist ja sonst nichts. Also, ich weiß nicht, was ich hier werfen soll. Ich muss ja was werfen. Ja, ja. Das Spiel funktioniert nicht mit draufspringen, sondern mit werfen. Man die Eier, mit denen ich schieße, ist ja auch Quatsch. Da weiß ich nicht, ob das Quatsch ist. Ich kann ja nicht auf so ein Ei in der Luft draufspringen, also das geht, und dann das dann hochheben und dann werfen. Also, ich finde, das ist schon mal eine Theorie, die man überprüfen müsste. Ach, du Scheiße. Nee, ne? Ist ja ein bisschen wie Mord. Mord? Nee. Na ja, Kamikaze. Ich spring da drauf. Hallo, das ist doch... So, wohin jetzt? Na, was musst du machen? Ja, das hochheben. Hast du das denn auch versucht? Nö. Mal gucken, wo das hingeht. Achso. Hä? Ja, was, hä? Das geht? Ist das jetzt so eine Überraschung? Ja. Das ist Ich meine, was würdest du denn machen, wenn jemand dich mit Eiern bewirft? Eier zurückwirft. Ja. Oder nicht? Mit eigenen Waffen schlagen. Hallo? Jetzt nimm das doch einfach. Hab ich doch. Ah! Ach ja, aber jetzt habe ich wieder Leben hier oben. Ja, thank you. Ja, ist gut zu wissen, ne? Aber ich glaube, die ist auch wieder bei Null. Ja, du hast ihn noch keinmal erwischt. Ja. Hello there. Okay, aber ich bin ja schon mal hier weiter, das ist mal gut. Nein! Passiert nichts. Ich habe auf B oder so gedrückt. Ich werde mich mal richtig draufstellen und nicht nur so am Rand. Ja. So. Okay, wie oft muss ich die treffen, ist die Frage. Ich sag mal so, 3-mal auf jeden Fall. Ja. Jetzt bin ich hier aber am Drücker. Wirf die Eier.
Ah! Was mache ich jetzt hier? Da durchlaufen? Ah. Ja, Leute, ich habe das hier jetzt geschafft. Was ist das hier? Keine Bonus. Keine 5 eingesammelt. Doch 5 eingesammelt. Ja, Leute, das hat funktioniert. Das funktioniert. Dann haben wir hiermit die erste Level abgehakt. Jo. Und dein Urteil? War schwieriger als gedacht. Und das ist schon bei der ersten Level ein Endgegner gibt, ist auch ungewöhnlich. Da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Ja. Also. Auf das nächste Mal nicht so ein Endgegner kommt. Das Spiel ist fordernd, sag ich mal. Ja, genau. Okay. Dann, ja.